Die Temperaturen steigen, der Sommer steht unmittelbar vor der Tür und damit einhergehend wird es auch das ein oder andere Sommerfest geben. Und damit es nicht immer bei der klassischen Musik mit Barbecue und kühlen Getränken bleibt, gibt es heute aus 5 verschiedenen Bereichen diverse Ideen für euer nächstes Sommerfest. Und damit herzlich willkommen zum BGM Podcast, der Podcast über betriebliches Gesundheitsmanagement für kleine und mittelständische Unternehmen. Mein Name ist Hannes Schröder. Im Moment werden wir so ein bisschen mit Anfragen für Sommerfeste überschüttet. Ich habe das Gefühl, die Kriegskassen sind aufgrund der Pandemie und damit einhergehenden ausgefallenen Weihnachtsfeiern gefüllt. Und gerade jetzt, wo sich das Ende der Pandemie nähert, will man einfach wieder so das Wir-Gefühl, das Teamgefühl stärken. Und das funktioniert natürlich mit einer Sommerfest, mit einem Sommer-Event, mit einem Teambildungsevent, was vor allem ja auch die Kommunikation über die eigentlichen Arbeitsbereiche hinaus fördern soll. Und das klassische Sommerfest mit Barbecue und nett irgendwo am Tisch sitzen und im Hintergrund schallt die Musik, das ist nett, das mag ich, ist keine Frage. Aber häufig passiert eben das, was nicht passieren soll. Alle aus ihren Abteilungen sitzen wieder dann so grüppchenweise zusammen und es gibt eben nicht diesen ja, unternehmensübergreifenden, abteilungsübergreifenden Austausch. Das kann man fördern, indem man eben Events mit verschiedenen Highlights spickt. Und ich habe mir dazu mal 5 verschiedene Bereiche, auch aus unserem eigenen Beispiel, weil auch wir sind gerade in der Planung für unser Sommerfest, habe ich mich mal so ein bisschen langgehangelt. Der erste Punkt, den ich mit euch aufgreifen möchte, sind so kulturelle Ideen. In unserem Fall ist das, dass wir aller Voraussicht nach eine Werksbesichtigung in einer Eismanufaktur gemeinsam absolvieren. Das heißt, wir fahren ein anderes Unternehmen, schauen uns da mal die Arbeitsabläufe an, arbeiten vielleicht auch mal ein bisschen mit. Zum Abschluss springt noch so ein nettes, kühles Eis raus und man kann einfach sehen, wie arbeiten andere Unternehmen? Was kann ich vielleicht auch davon lernen? Welche Vorteile hat vielleicht auch mein eigener Job gegenüber anderen, auch körperlich anspruchsvolleren Jobs? Und was kann ich eben auch wirklich so von anderen Unternehmen mitnehmen, auch für meine eigenen Arbeitsabläufe und Prozesse? Das ist so ein bisschen der Hintergrund dessen. Und vor allem so kulturell, ich kann eben ein bisschen was lernen, ich kann was mitnehmen. Das bietet sich halt immer an. Weitere Beispiele, so aus dem kulturellen Bereich, ist beispielsweise so eine Stadtführung, dass ich einfach mal in meiner Stadt so eine Stadtführung buche, verschiedene Orte sehe, die ich vielleicht noch gar nicht kannte. Das gibt es auch in verschiedenen Schwerpunktthemen, dass ich mir vielleicht gewisse Denkmäler anschaue oder eben auch die Architektur der Stadt bewundere, dass ich eben auch vielleicht mal unterschiedliche Epochen von der Architektur mal betrachte. Ich kann genauso aber auch einen Museumsbesuch mit reinfließen lassen. Ich kann vielleicht mal so eine Mahnstätte besuchen. Ich kann in den Wald gehen und da mit dem Förster vielleicht auch die ein oder andere Waldtour machen. Also da gibt es, der Kreativität ist da völlig freien Lauf gelassen. Wichtig ist halt nur, dass ihr alle verschiedenen Charaktere berücksichtigt und nicht unbedingt euch auf ausschließlich einen festen Schwerpunkt festlegt, weil nicht jeder wird glücklich sein durch die Stadtführung. Aber ein Großteil könnte sich dafür interessieren. Und dann setzt ihr eben wieder andere Highlights im Laufe des Tages, sodass sich jeder irgendwo irgendwie abgeholt fühlt. So, also kulturell ist nochmal so zusammenfassend gesagt, ihr könnt einen Museumsbesuch machen, ihr könnt vielleicht auch mal ein Freilichtkino oder Freilufttheater gehen, ihr könnt Mahnstätten besuchen, ihr könnt ja die Architektur bewundern, so einen kleinen Stadtbummel machen, Stadtführung machen oder wie in unserem Fall einfach so einen kleinen Betriebsausflug zu einem anderen Unternehmen. Der zweite Punkt. Da werde ich viele aus meinem Team erreichen, aber bei euch kann das schon wieder ganz anders aussehen, ist der Schwerpunkt Sport. Sport verbindet, Sport tut gut, Sport macht gesund und das kann ich auch wieder je nach verschiedenen Typen unterschiedlich gestalten. Eine Möglichkeit, auch eher klassischer Natur, ist die Radtour, die Fahrradtour, dass man sich gezielt auch verschiedene Wege sucht, wo man vielleicht auch die verschiedenen nicht Produkthighlights, die verschiedenen Tageshöhepunkte und Bereiche, wo mein Team-Event eben auch lang geht, miteinander verknüpfe. Das heißt, ich kann die Stadttour vielleicht auch mit dem Fahrrad machen oder dass ich vom Museum zum Museum mit dem Fahrrad fahre. Fahrrad tut gut, Fahrrad kann so gut wie jeder und selbst wer jetzt körperlich schon Herausforderungen hat mit einem einfachen Fahrrad, kann vielleicht auch noch auf E-Bike umsatteln und kann vielleicht auch da, gerade wenn ihr vielleicht auch bei der Einführung gerade dabei seid, so ein Bike-Leasing einzuführen, vielleicht auch mal reinschnuppern in solche E-Bikes und da kann man eben auch das Interesse wecken.
Neben der Fahrradtour kann ich genauso auch wandern gehen. Ich kann gemeinsam vielleicht auch sagen, als kleinen Höhepunkt des Tages beginnen wir das Ganze mit so einem Sportevent, dass ich so einen Jedermann-Triathlon mitmache oder so einen Volkslauf mitmache. Dann kommt Freude auf, dann kommen Emotionen hoch, dann hat man gemeinsame Erfolge, die man erzielt. Vielleicht, wenn man so einen Marathon als Team in der Staffel absolviert, auch da sind der Kreativität freien Lauf zu lassen. Ich kann Beach-Soccer spielen, ich kann Beach-Volleyball spielen, ich kann Tretboot fahren, ich kann Stand-Up-Paddling machen, ich kann eine Kanu-Tour machen und. Also jegliche sportliche Highlights, die euch da irgendwie einfallen, die könnt ihr auch mit einfließen lassen, sofern eure Organisation auch auf sportliche Highlights steht. Denkt immer daran, auch hier werdet ihr wahrscheinlich nicht alle abholen, aber eben der bunte Mix, der bunte Blumenstrauß sorgt eben dafür, dass sich jeder irgendwo mit bestimmten Dingen identifiziert und vielleicht auch aus Gruppenzwang heraus mal seine eigene Komfortzone verlässt. Alleine würde er sich vielleicht niemals auf so einen Sub, auf so ein Stand-Up-Paddleboard raufstellen, aber wenn alle das ausprobieren und wenn selbst, keine Ahnung, die Ingrid das hinbekommt, dann probiere ich das auch mal aus, das sieht gar nicht so schwer aus. Und so verlasse ich vielleicht auch mal meine eigene Komfortzone zum Positiven und probiere Dinge aus, die ich sonst nie probiert hätte. Der nächste Bereich ist der Bereich Kreativität. In unserem Beispiel, übrigens bei uns, das Thema Sport, decken wir in unserem Sommerfest mit einem Kletterpark ab. Also wir wollen gemeinsam einen Kletterpark, ist auch nochmal eine nette Idee, die ich jetzt so nicht erwähnt hatte. Auch da ist eben so ein bisschen aus der Komfortzone rauskommen. Ich selber habe auch so ganz leichte Höhenangst und wenn man dann eben sieht, es klettern alle durch den Kletterpark hindurch, dann kann ich mir jetzt nicht die Blöße geben und verlasse vielleicht auch mal meine eigene Komfortzone. Der nächste Highlightpunkt ist dann der Bereich Kreativität. Bei uns ist das ein Malworkshop, den wir gemeinsam machen. Wir haben dann so eine Kooperation mit einer Schule aufgebaut, die solche Malkurse anbieten und da wollen wir gemeinsam auch mal was auf die Leinwand niederzeichnen, niedermalen, vielleicht auch selber mal ein bisschen was lernen. Ich selber habe auch gar keine Ahnung, bin überhaupt nicht kreativ, was jetzt so malerisch, künstlerisch angeht. Mal sehen, bin ich gespannt. Auch hier werde ich meine Komfortzone verlassen. Und vielleicht gibt es eben auch hier wieder gewisse Talente und Potenziale, die man bei Personen sieht, die man vorher gar nicht ahnt hatte. Dass der ein oder andere vielleicht total kreativ und super mit Farben umgehen kann, dass man vielleicht auch noch völlig verborgene Talente findet. Was ich auch sonst noch schon mal gesehen habe, ist eben das Thema Bauen, Handwerk. Ich sag mal Stichwort Töpferkurs, dass man da vielleicht auch eigene Dinge schafft. Gerade auch, wenn ich jetzt irgendwie eine Vase oder eine Tasse töpfere und das dann ein, zwei Wochen später, wenn das dann alles auch gebrannt wurde, mit auf die Arbeit mitnehme, so ein Andenken habe oder mit nach Hause nehme. Jedes Mal, wenn ich aus dieser Tasse dann trinke oder diese Vase anschaue oder je nachdem, was getöpfert wird, habe ich eben diese positive Verbindung mit diesem Event, die positive Verbindung mit meinen Kolleginnen und Kollegen, Spaß, Freude und das schafft eben auch Identifikation mit dem Unternehmen. Also auch handwerklich Kreativität, in unserem Fall malen, man könnte auch töpfern, andere spielen vielleicht auch Musik oder wir hatten ja das Thema der Freilichtbühne, warum immer andere auf der Freilichtbühne stehen sehen. Man kann ja vielleicht auch selber mal was einüben für das Sommerfest, so eine kleine Theatergruppe innerbetrieblich gestalten, vielleicht auch mal Leute singen lassen. Karaoke könnte auch noch so eine Möglichkeit sein, um einfach Abwechslung zu schaffen. Und da ist der Kreativität mit der Kategorie Kreativität auch völlig freien Lauf gelassen. So, der Punkt 4 ist eine Challenge-Modus oder Herausforderung. Es gibt ja die sogenannten Escape Rooms, wo man im Team versuchen muss, Rätsel zu lösen, um dann diesen Raum zu verlassen. Ist vielleicht jetzt nicht unbedingt das, was man gerade auch im Sommer bei Hochtemperaturen machen sollte. Es gibt aber auch inzwischen Abwandlungen davon. Ja, bei mir früher als Kind hieß das noch Schnitzeljagd. Jetzt kann ich das auch als Krimi-Relais verkaufen, wo ich also auf einer Strecke verschiedene Rätsel lösen muss, um dann gemeinsam eben das Rätsel aufzudecken und die Lösung gemeinsam im Team wieder zu lösen. Das schafft wieder so dieses Wir-Gefühl, diese Erfolge, dieses Teamgefühl. Man sieht auch hier wieder, so ein bisschen auch im Hinblick auf Führungskräfte, Schulung, wer ist wirklich Leader, wer geht mit bestem Beispiel voran, wer ist auch kommunikativ und rhetorisch sehr stark, um seine Truppe anzuleiten, wer ist total auch vielleicht so der Analytiker oder Rechenkünstler, der eben Dinge viel, viel schneller lösen kann. Auch hier können verborgene Talente sich aufdecken. Eine andere Möglichkeit, neben eben, dass man sich selber so eine Schnitzeljagd oder Krimi-Rallye ausdenkt, ist auch das Geocaching, wo ich also anhand von verschiedenen Koordinaten bestimmte Punkte finden muss,
Und auch hier werden manchmal eben verschiedene Aufgaben gegeben, die ich dann eben im Team auch erledigen darf. Das so als Herausforderung, Challenge. Klassisch gibt es sonst auch noch das Floß bauen. Das kann man dann mit Sport noch verbinden. Erst muss das Floß gebaut werden, dann muss mit dem Floß irgendwie der Fluss überquert werden. Auch hier wieder Teamgefühl, Wir-Gefühl. Man kann das auch mit so verschiedenen Aufgaben und Challenges. Wir hatten jetzt als Beispiel, dass wir den höchsten Marshmallow-Turm im Team bauen mussten, wie es geht. Also jedes Team hatte eine halbe Stunde Zeit. Es wurden zwei Teams gegründet. Und auch hier war eben die Aufgabe, den höchsten Marshmallow-Turm in Kombination mit ungekochten Spaghetti-Nudeln aufzubauen. Und das Schöne war, am Ende konnten dann alle noch Marshmallows essen und die Nudeln konnten vielleicht auch noch später in den Topf gehauen werden, damit auch nicht das Lebensmittel verschwendet wird. Aber einfach vielleicht auch mal so querschauen. Das kann man auch, wenn man sein eigenes Sommerfest jetzt irgendwo an einer Location veranstaltet oder in den eigenen Räumlichkeiten veranstaltet oder eben beim Betriebsgebäude veranstaltet, kann man auch da solche kleinen Challenge-Aufgaben einfach noch mit reinnehmen. Dass Rätsel gelöst werden müssen, tut immer gut. Der letzte Punkt ist vor allem für meinen Geschäftspartner, den Andreas, mit der wichtigste, da kriegen wir ihn auf jeden Fall, und das ist der kulinarische Punkt. Es soll natürlich gegessen werden, es soll natürlich getrunken werden und Essen verbindet. Und wenn man dann eben auch ja in der Erstellung nicht nur Essen verzehrt, sondern auch in der Herstellung das Ganze auch noch mit die Mitarbeiter partizipieren lässt, dann schmeckt es gleich doppelt so gut. Es muss nicht immer das klassische Grillfleisch sein. Vielleicht kann ich auch mal so ein paar Rezepte im gesamten Team teilen. Wir wollen eben ein schönes Lagerfeuer veranstalten. Gerade diejenigen, die ausschließlich jetzt in der Stadt unterwegs sind, für die ist dann auch tatsächlich schon ein klassisches Lagerfeuer schon ein Highlight. Ne? Also die Wurst statt auf dem Grill wirklich am Stock zu grillen. Stockbrot, Marshmallows. Vorher hat man den Turm gebaut, dann später kann man die Marshmallows grillen. Kann schon ein tolles Highlight sein, einfach so ein Lagerfeuer. Für diejenigen, so wie ich, die jetzt auf dem Dorf wohnen, ist das eigentlich ganz normale Wochenendbeschäftigung, aber die, die eben in der Stadt nicht so die Möglichkeiten haben, da weiß ich, ist eben so am offenen Feuer sitzen, entspannt, da auch wirklich so sein eigenes Fleisch und sein eigenes Essen zuzubereiten, kann schon ein absolutes Highlight sein. Ein anderes Highlight ist zum Beispiel auch mal gemeinsam Brot zu backen, allgemein Dinge zu backen. Manch einer ist vielleicht auch total der kulinarische Experte, der dann eben Fleisch zubereitet, der die anderen auch mal anleitet, wie muss es eingelegt werden und bei welcher Temperatur, Stichwort eben mit dem Smoker arbeiten oder mit dem Slowcooker. Also da gibt es ganz verschiedene Möglichkeiten. Ich kann natürlich auch im Dessertbereich vielleicht auch mal meine eigene Schokolade produzieren, ist auch eine schöne Möglichkeit. Und auch hier sind der Kreativität völlig freien Lauf gelassen, bis hin zum Cocktail-Workshop. Also es muss ja nicht immer das Essen zubereitet werden, auch die Getränke sind ja entsprechend wichtig. Und wenn ich dann so einen professionellen Barkeeper habe, der dann so einen Cocktail-Workshop für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter veranstaltet, sodass jeder sein ideales Getränk findet, auch das führt natürlich zur Abwechslung. Auch das schmeckt gleich doppelt so gut, wenn ich mir den Cocktail selber zusammen mixe, anstatt ihn einfach vorserviert zu bekommen, und bringt eben so ein bisschen Abwechslung rein. Also, nochmal zusammengefasst, wie sieht es bei uns aus? Wir starten mit einer Werksbesichtigung, dann geht es in den Kletterwald. Wir wollen dann in der Kreativität zum Malkurs gehen. Was die Herausforderung, den Challenge-Mode angeht, da sind wir uns noch nicht ganz einig. Da werden wir wahrscheinlich dann im Laufe des Abendprogrammes noch so gemeinsame Rätsel erarbeiten, wo jeder noch so ein bisschen auch was über sich preisgibt und sich mit einbringt. Und das Ganze endet dann am Abend schön am Strand mit Lagerfeuer und leckeren Getränken, und dann ist das Sommerfest, klingt dann bei uns aus, bei uns ist es sogar mit Übernachtung. Das heißt auch, selbst wenn wir nach dem Cocktail-Workshop ein bisschen länger noch zusammensitzen, ist es kein Problem, und am nächsten Morgen wird dann mit einem gemeinsamen Teamfrühstück gestartet und dann geht so langsam, aber sicher jeder wieder seine Wege, und das hat eben das Ziel, die Teamstimmung zu fördern, die Kommunikation zu fördern und unser Team aufs nächste Level zu bringen. Vielleicht war ja auch für euch die ein oder andere Idee dabei, vielleicht habt ihr auch noch weitere Ideen aus den verschiedenen Bereichen, vielleicht habt ihr auch nochmal ganz andere Bereiche. Schreibt es gerne unten in die Videokommentare, hinterlasst einen Daumen nach oben, wenn euch das gefallen hat, hinterlasst ein Abo. Schaut auch gerne mal in unseren Newsletter unter bgmpodcast.de/newsletter rein, abonniert diesen, dann könnt ihr euch jede Menge verschiedene Willkommensgeschenke sichern und bleibt eben immer auch up to date mit den neuesten Folgen und Inhalten und Neuigkeiten rund um das betriebliche Gesundheitsmanagement. Ich wünsche euch alles Gute, viel Spaß bei eurem nächsten Sommerfest. Bleibt gesund und sportfrei.